Wie wäre eigentlich ein optimaler Geburtsraum, ein Geburtsort, an dem sich sowohl Schwangere wohlfühlen und gut gebären können, sicher gebären können und an dem sich auch Hebamme wohlfühlen können, Ärztinnen und Ärzte und die Begleitpersonen? Genau darum soll es in diesem Video heute gehen. Ich freue mich riesig, dass ich heute die Architektin und Hebamme Anka Dürr bei mir zu Gast habe. Wir sprechen über Geburtsräume, über Geburtsarchitektur. Was können wir dafür tun, um Orte zu schaffen, die genau passend sind für alle Beteiligten und sogar auch sicher sind und ja, das Geburtserleben positiv beeinflussen können? Viel Freude mit diesem Interview. Liebe Anka, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, nämlich über Geburtsräume. Und ja, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich mal vorstellen mit deiner spannenden Biografie auch. Ja, gerne. Also mein Name ist Anka Dürr. Ich bin gebürtige Österreicherin, aktuell in der Schweiz lebend seit mehreren Jahren und habe mich in meiner Jugend dazu entschlossen, Architektur zu studieren, weil mich das brennend interessiert hat, wie Räume gestaltet werden können und vor allem wie Ideen manifestiert werden können im Raum. Habe dann nach dem Architekturstudium noch ein Hebammenstudium angehängt, weil sich das so ergeben hat auf meinem Lebensweg. Das war mein Herzenswunsch, das zu realisieren, das zu machen. Und gibt es auch eine Geschichte dazu, zu diesem Herzenswunsch? Ja. Und warum bist du sozusagen erst über die Architektur gegangen? Also blieb das so im Hintergrund mit der Hebamme oder sind das einfach zwei Leidenschaften, wo du dich schwer entscheiden konntest? Ich vermute, so aus meiner persönlichen Lebensgeschichte und dem eigenen Reifprozess, den ich auch durchlaufen habe, dass es mit 20 für mich einfach noch nicht die Zeit war. Ich habe mich damals schon gefragt, was will ich machen? Was ist meine Aufgabe? Wo möchte ich wirken? Wie möchte ich wirken? Was interessiert mich? Was sind meine Hobbys? Etc. Also diese klassische berufliche Findungsfragen, die man sich stellt, vielleicht auch in dem Alter. Ich habe also das Gymnasium gemacht, dann mit Matura, in Deutschland ist das, glaube ich, das Abi abgeschlossen und mich dann einfach gefragt, okay, wo möchte ich jetzt weitermachen? Soll ich studieren gehen? Und die Hebamme war da. Sie war irgendwie da, habe ich später auch noch von Freundinnen erfahren, die mir gesagt haben, du hast damals schon drüber nachgedacht und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Aber sie hat sich nicht durchgesetzt. Es war damals die Welt, in der ich war, noch theoretischer oder technischer und weniger an diesen weiblichen Bedürfnissen orientiert. Wahrscheinlich auch bei mir persönlich. Also dieses ganze Reproduktive, was mein Körper kann, dass ich in den Körper einer Frau geboren bin, was das bedeutet, war nicht im Vordergrund, stand nicht im Vordergrund damals, sondern vielmehr so eben dieses berufliche Karrieredenken und so weiter. Und dieses kognitive Fähigkeiten entwickeln und da weitergehen oder kreativ, künstlerisch tätig zu sein, war damals einfach mehr im Vordergrund. Ja. Bei dir gibt es so einen Begriff, der heißt Geburtsraum. Und vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen. Was ist damit gemeint oder mit Geburtsräumen? Was ist das genau? Was bedeutet das für dich? Wie bist du darauf gekommen? Und was ist daraus auch geworden? Also auch diese Frage nach dem Geburtsraum hängt mit der Geschichte zusammen. Ich habe dann eben Architektur studiert und gegen Ende bemerkt, dass sich sehr viele Bauaufgaben tatsächlich mit Typologien beschäftigen, die das allgemeine Leben angehen. Das ja, aber ich habe dann bemerkt, wir durften einen Entwurf anfertigen oder uns Gedanken machen über eine Krankheit und für eine ganz spezielle Krankheit eine Lösung, eine architektonische gestalten.
Ich habe mir keine Krankheit ausgesucht, ich habe mir die Frauengesundheit ausgesucht als Thema, Geburts- oder Räume zu entwerfen. Bin dann von dieser Frauengesundheit immer mehr in dieses Kernthema Geburt reingewandert, bis schlussendlich die Frage blieb, ja, wie sehen denn Räume aus, in denen wir gebären? Wie sehen Geburtsräume aus und gibt es da überhaupt eine architektonische Auseinandersetzung damit? Und das war für mich der Startpunkt einer jahrelangen Reise, einer Forschungsreise in diesem Gebiet, in dem Themenfeld Architektur und Geburt und Raum. Und ja, ich durfte leider die Erfahrung machen oder die Feststellung machen, dass bis dato in der Architekturgeschichte keine Auseinandersetzung gab mit diesem Thema. Es ist ein absolutes Nischenthema. Ich war auch die erste in der Geschichte meiner Universität in der Architektur, die sich in der Abschlussarbeit mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich kann mich erinnern, das sind öffentliche Präsentationen, diese Diplomarbeiten. Und ich kann mich erinnern, ich war total überrascht, dass da über 150 oder 200 Menschen plötzlich standen in dem Saal. Also die wollten alle wissen, was hat die jetzt da 1,5 Jahre in ihrer geheimen Kammer über Geburtsräume fabriziert. Ja, Also ja, das Interesse ist da, so. das Interesse war groß, das Interesse war stark, auch weil es eben diese Auseinandersetzung noch nie damit gab und weil es so ein klassisches, unter Anführungszeichen, Frauenthema ist, das bei genauerer Betrachtung gar kein Frauenthema ist, auch weil ja alle Menschen geboren werden, ausschließlich jede Person ist geboren irgendwie und irgendwo und dieses Ereignis so tiefgreifend ist und so tiefe Spuren hinterlässt auch und so wichtig ist, ja. Du hattest dann ja irgendwann auch die Möglichkeit, so einen Geburtsraum zu gestalten. Magst du davon mal berichten? Genau, ich habe mich in meiner Diplomarbeit in der Architektur zum ersten Mal damit auseinandergesetzt. Schon damals war für mich klar, dass dieser Geburtsraum ein ganz bestimmtes Material haben soll, und das war der Lehm, das war die Erde. Das hatte den Grund, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, dieses Material kann die Geburt halten und diese Kraft halten auch. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, im Rahmen einer großen Ausstellung, die ich im Team mit Stefania Pitscheider und Brigitta Sauerferrer kuratiert habe, für das österreichische Frauenmuseum in Hittisau eine Ausstellung zu planen und im Rahmen der Ausstellung einen Raum für Geburt und Sinne umzusetzen. Das war der erste Prototyp für einen neuartigen Geburtsraum aus Lehm, den es hier in Österreich und ich weiß nicht, ich denke im deutschsprachigen Raum so gab. Ja. Ja, und der ist sehr beeindruckend. Vielleicht magst du den ein bisschen beschreiben. Der ist zum Beispiel rund und genau, ich habe ihn mir natürlich schon auf Bildern angeschaut. Ich möchte ihn auch gerne mal live sehen. Aber vielleicht magst du ihn mal ein bisschen beschreiben. Und Ja, gerne. ja. Ja, und auch nochmal, auch hier vielleicht auch nochmal zu den Hintergründen. Also dieser Raum für Geburt und Sinne war eine Entkoppelung aus dieser Diplomarbeit. Das war damals ein Entwurf für ein zeitgemäßes Geburtshaus mit Geburtsräumen aus Lehm in der Nähe eines Spitals, eines Krankenhauses. Und aus diesem, ich habe 2016 auch mit 6 oder 7 anderen Fachfrauen eine Interessengemeinschaft für Geburtskultur von 18 bis zeitgemäß gegründet in Vorarlberg. Und wir wollten ein zeitgemäßes Geburtshaus umsetzen hier in der Region. Und auf dem Weg dorthin war dieser Raum für Geburt und Sinne für uns ein Zwischenschritt, eine erste Manifestation dieser Ideen, dieser Vision, um auch eine politische Signalwirkung zu erzeugen und zu sagen, hey, das braucht's. Guckt euch das an, wenn ihr das erlebt, wenn ihr das spürt, wie anders so ein Geburtsraum aussehen kann, und sein kann. Und ja, dann, wenn man das erlebt, dann wird auch erst bewusst dieser Kontrast zwischen dem, was wir haben und dem, was wir haben könnten. Also dieser Geburtsraum war ein Zwischenschritt, um aufmerksam zu machen auch, dass wir keine Auseinandersetzung haben mit Geburtsräumen aus architektonischer Sicht. Genau, und da ist dann im Team entstanden, auch mit in einem Gestaltungsteam.
Ich habe mir dazu Anna Heringer ins Boot geholt, eine sehr renommierte Lehmbauarchitektin auch, die weltweit Projekte macht. Martin Rauch ist der absolute Lehmbauexperte im europäischen Raum, hat uns bei der Bauleitung sehr stark unterstützt. Sabrina Sommer, mit der ich auch die Ausstellung zusammengestaltet habe. Sie ist eine Gestalterin und Designerin aus London. Und mit diesem hochkarätigen Team haben wir uns daran gemacht, diesen Geburtsraum zu realisieren. Und er wurde nochmal verändert aus dieser Diplomarbeit und ist ganz was Eigenes geworden. Eben, wie du gesagt hast, so ein runder Raum, der von außen fast anmutet wie so einen schwangeren Bauch. Mhm. Er ist innenrund, außenrund, ist zu 100% aus natürlichen Materialien gefertigt, ist komplett dampfdiffusionsoffen, das heißt, die innere wie die äußere Haut atmen. Innen ist noch zusätzlich zu dieser Lehmoberfläche im unteren Bereich, wo quasi dieser Geburtsbereich wäre, eine Kalkanstrich drauf, mit so einer marokkanischen Technik namens Tadellack, um das Ganze antibakteriell, antiviral auch zu imprägnieren. Mhm. Kalk hat diese Eigenschaft. Lehm hat auch sehr gesundheitsfördernde Eigenschaften, das steht außer Frage, aber er ist einfach von der Oberfläche her nicht so glatt für den Geburtsbereich. Beziehungsweise kann man ihn glatt machen, aber dann müsste man ihn nochmal zusätzlich imprägnieren, um ihn für diese Nutzung zu starten. Ja. Ja, du hast ja diesen Raum, diesen architektonischen Raum geschaffen. Hast du dir auch Gedanken gemacht über Einrichtungen? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Kissen da zu finden waren, aber gibt es so etwas wie ein Geburtsbett? Ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einer leitenden Hebamme eines Kreißsaals und sie meinte, ein Geburtsbett, was man dementsprechend auch so hochfahren kann und so weiter, dass so diese Möglichkeiten hat und irgendwie eher auch runder ist und so weiter, kostet unfassbar viele 1.000 Euro, also super, super viel Geld, weil es eben auch desinfizierbar sein muss und. Und ich habe mich halt schon gefragt, braucht es eigentlich überhaupt ein Bett? Also braucht es ein Geburtsbett? Und vielleicht hast du dir dazu auch, oder bestimmt hast du dir dazu auch Gedanken gemacht. Ja, und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten dazu, was es braucht an Infrastruktur in diesem Raum. Und es ist ganz von unseren Gewohnheiten abhängig, ob wir dann was vermissen oder was wir sagen, das ist die Standardausstattung, das ist ein Must-Have, das muss da drin sein. Grundsätzlich ist es so, wenn wir uns verschiedene Settings anschauen, also wenn wir in verschiedene Geburtshäuser in der Schweiz gehen zum Beispiel, dort haben sie standardmäßig nicht diese höhenverstellbaren Betten. Klar, Geburten finden genauso hygienisch statt. Die Betten sind aber zum Teil sehr, sehr tief und sehr niedrig. Das heißt, wenn die Frau in die Hocke geht und am Boden ist mit den Knien, dann kann sie sich abstützen auf dieser Matratze und dann ist das Bett gleichzeitig auch Stütze oder Hocker. Und ich mache ja im Rahmen einer Forschungsstudie, einer internationalen, auch so Fallstudien zu architektonischen Geburtsräumen auf der ganzen Welt. Und in Interviews mit Hebammen, mit Fachpersonen, die in verschiedenen Settings arbeiten, gibt es eben, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen und Ansichten, aber alles hat ein Dafür und Dawider. Mhm. Also die Hebammen, die dann in dem Geburtshaus arbeiten, haben gesagt, es ist super. Genau dieses Bett, so wie es ist, sie würden es nicht eintauschen und sie brauchen nichts anderes. Und das ist ein normales Bett sozusagen, ne? Das ist ein normales Bett, genau. Mhm. Und beim Raum für Geburt und Sinne zum Beispiel mussten wir uns oder haben wir uns vom Raumprogramm her sehr beschränkt auf das Wesentliche. Im ursprünglichen Entwurf oder grundsätzlich, wenn ich einen voll funktionsfähigen für mehrere hunderte Geburten ausgelegten Geburtsraum gestalten würde, dann würde ich immer auch die Möglichkeit einer Gebärwanne einbauen. Mhm. Also diese Möglichkeit auf Wassergeburt, das ist eigentlich nicht wegzudenken, weil das so ein tolles, unter Anführungszeichen, schmerzlinderndes Medikament unter Anführungszeichen eben ist. Auch im Raum für Geburt und Sinne haben wir diese Möglichkeit außen vor gelassen, weil wir gesagt haben, okay, das ist ein Prototyp für einen Geburtsraum. Mhm. Und hat mehrere Gründe, ne? Das Ganze ist immer komplex. Dieser Raum für Geburt und Sinne steht in Bregenzer Wald in Österreich in einer Region, wo es aktuell keine außerklinischen Hebammen mehr gibt. Mhm. Das heißt, wir haben niemanden, der diesen Geburtsraum bedient. Mhm. Und dann sind es natürlich auch Fragen wie,
rentiert sich das? Macht das überhaupt Sinn an einem Ort, wo es keine Hebammen mehr gibt, die außerklinisch arbeiten, einen voll funktionsfähigen Geburtsraum hinzustellen mit allem drum und dran, mit der kompletten Infrastruktur, die da nicht genutzt wird? Ja. Wir haben uns dann tatsächlich darauf beschränkt, diesen Raum für Geburt und Sinne als Prototyp und als Kunstprojekt zu deklarieren, in dem zwar Geburten stattfinden könnten. Es hat ansonsten ist alles da. Also wir haben Wasser drin, fließendes. Wir haben auch Heizleitungen, Heizmodul eingebaut in diese Liegefläche. Tatsächlich gibt es kein Bett in diesem Raum. Das Bett wurde integriert in diese räumliche Ausformulierung. Also man kommt eigentlich rein und es gibt ein Podest und über dieses Podest steigt man dann auf diese Liegefläche, die quasi aber selbst ein raumbildendes Element ist. Es gibt sowieso keine Möbel da drin, sondern dieser Lehm übernimmt alle raumbildenden Elemente. Das ist beim Lehm das Tolle, dass der fugenlos von Boden in Wand übergehen kann und dann gleichzeitig die Decke bildet. Also wir haben keine Decke, Wand, Boden mehr, sondern alles ist eins. Ja, das ist auf jeden Fall total sehenswert. Wir werden bestimmt auch ein Bild bei Instagram auch reinstellen, dass man sich das mal anschauen kann, wie so ein Raum aussehen kann. Und mich würde natürlich total interessieren. Also ich bin ja häufig in Kliniken zu Gast, wo ich Vorträge halten darf und mir dann auch gerne mal die Kreissäle anschaue und sehe immer oder ja häufig sehr ähnliche Kreissäle, die halt wirklich nach Krankenhauszimmer aussehen, meist noch irgendwie ein bisschen freundlicher gestrichen oder so, aber das war es dann auch schon fast. Und mich würde interessieren, was deine Vision ist und was du vielleicht auch dafür tust. Ich glaube, meine größte Vision ist, die Architektur in eine Richtung voranzutreiben, wo man sagt, okay, man entwirft eine Geburtsraumtypologie. Das heißt, man macht sich wirklich Gedanken, was sind maßgeschneiderte Geburtsräume für alle NutzerInnengruppen, die es da drinnen gibt? Und NutzerInnengruppen sind zum Beispiel die gebärenden Frauen, ganz klar, die Neugeborenen, die Begleitpersonen dieser Gebärenden und des Neugeborenen und die Fachpersonen, die drin arbeiten, also seien das Hebammen, Ärztinnen, Ärzte, weitere medizinische Begleitpersonen. Oder nicht medizinische Doulas. Was brauchen diese NutzerInnen dieses Raumes, damit ihre Bedürfnisse erfüllt sind? Und ganz klar gibt es da auch eine Priorisierung von Bedürfnissen. Also ich würde da die Bedürfnisse der Gebärenden an die oberste Stelle rücken. Und ganz klar wünschen sich aber auch Fachpersonen, die dann halt Tag ein, Tag aus in einem bestimmten Raum, in Räumlichkeiten arbeiten, auch die haben Bedürfnisse und brauchen gewisse ergonomische Einrichtungen oder auch für deren Gesundheit, also Zugang zu Tageslicht, zu Natur, zu gesunden Materialien und so weiter. Oder viel auch, was sind die Abläufe in so einem Raum? Notfallkonzepte sich überlegen und so ein Notfallkonzept und dass ein Raum optimal funktioniert im Notfall und trotzdem oder gleichzeitig für die Gebärenden oder nicht dieser klassische medizinisch technisierte Raum ist und für die Gebärenden optimal gestaltet ist, das schließt sich nicht aus. Das erfordert nur eine architektonische Auseinandersetzung. Dafür ist die Architektur ja eigentlich da, ne? Dass sie Lösungen bietet. Genau. Ja, und es geht ja auch weiter, also bei dir eben auch ja noch in die Innenarchitektur, also die Gestaltung der Räume von innen, was dann zum Teil so überfließt, ne, wie du, oder übergeht, wie du gerade gesagt hattest, dass eben das Bett ist halt sozusagen integriert in, also besteht aus diesem Lehm auch mit und so weiter. Also es ist einfach total spannend, wenn die Dinge sich auch so ein bisschen überschneiden oder plötzlich eben ganz, ganz anders werden.
Und deine Ausbildung ist natürlich toll, dass du eben auch Hebamme bist, das heißt auch wirklich weißt, was gebraucht wird von der anderen Seite. Das ist einfach eine ideale Kombination. Bist du denn manchmal schon angefragt, Geburtsräume zu gestalten an Kliniken? Oder dass eben, du meintest ja auch dieser Gedanke, dass der Geburtsraum neben der Klinik ist. Also in meiner Vorstellung wäre das jetzt so auf dem Klinikgelände ein Ort, wo dieser Raum gebaut wird, gestaltet wird und man eben kurze Wege hat. Für mich auch ein ideales Konzept tatsächlich. Also dass man eben nicht im Klinikkomplex sozusagen direkt ist, sondern direkt daneben, dass man im Zweifel eben schnell wechseln kann oder einfach auch zum Beispiel ein OP mit auch drin ist in diesem Geburtsraum oder da dran direkt, dass man dass dann einfach nur die Ärztinnen und Ärzte wechseln müssten, sozusagen kommen müssten, um einzugreifen. Also sowas wäre halt toll, dass man, weil ich oft das Gefühl habe, dass so der Gedanke besteht, gerade an Kliniken, dass es ein Entweder-Oder gibt. Also entweder die Frauen machen Hausgeburten oder Geburtshausgeburten oder sie haben eben die Sicherheit einer Klinik. Und dass es dann sowas gibt, manchmal fast wie eine Feindschaft zwischen den beiden Bereichen. Und also der außerklinischen Geburtshilfe und der klinischen Geburtshilfe. Und ich sehe das gar nicht so. Also ich von außen, ich komme ja nicht aus der Geburtshilfe im ursprünglichen Sinn, sondern ich arbeite ja mit dem Gehirn sozusagen, also mit einem anderen Bereich. Aber ich sehe gar nicht, warum das sein müsste, dass da so eine Feindschaft besteht. Ich habe das Gefühl, das könnte doch eigentlich alles wunderbar zusammenlaufen, dass die Geburt an sich ein natürlicher Prozess ist, der nicht immer optimal abläuft und deswegen brauchen wir dafür Sicherheitsmaßnahmen. Aber bis man die braucht, kann es doch eben natürlich eigentlich begleitet werden. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, also die Ausgangsfrage war ja, ob ich in Projekten beteiligt bin oder angefragt wurde, solche Geburtsräume zu gestalten. Und ja, ich habe im Moment mehrere Projekte, für die ich gerade tätig bin und entwerfe und wo es schon in der Vorentwurf gemacht wurde, wo es in die Vorstatik gibt, also wo wir konkrete Bauprojekte haben. Und die Frage aber da, und dann dabei die Frage danach, was ist, wo soll diese Räumlichkeiten für Geburten dann verortet werden und ob die in der Nähe eines Spitals sind. Und die Projekte, die ich gerade begleite, ja, die kommen diesem erhöhten Sicherheitsbedürfnis entgegen. Und diese Geburtsräume oder Geburtenpavillons, die sind dann tatsächlich auf oder in unmittelbarer Nähe zu einem Spitalsgelände verortet. Ich an dieser Stelle aber einfach auch noch, wir haben ja auch, ich weiß nicht, die Tendenz in Österreich ist immer mehr zur Zentralisierung von Krankenhäusern. Das heißt, kleinere Spitäler machen zu. Ja. Dasselbe passiert nach wie vor in der Schweiz und in Deutschland, soweit ich informiert bin, auch. Ja. Das wirkt diesem Problem natürlich noch nicht entgegen, wenn wir jetzt Geburtshäuser nur auf Spitalsgeländen bauen in Zukunft. Das heißt, dieses Zentralisierungsthema können wir damit noch nicht lösen. So, also Frauen, die dann peripher leben oder außerhalb der Städte oder größeren Krankenhauszentren, werden in ihrem Bedürfnis, vielleicht außerklinische Geburten zu haben, dadurch nicht befriedigt werden. Oder sie müssen dann den Weg zu diesem Geburtshaus auf dem Spitalsgelände machen. Es ist aber grundsätzlich trotzdem ein wunderbarer Schritt in eine tolle Richtung, weil wir quasi die physiologischen Geburten aus dem Spital rausnehmen und in Räume geben, die für dieses physiologische Gebären maßgeschneidert sind. Ja. Warum sollten Frauen denn in einem Krankenhaus gebären, wenn sie gesund sind? Sie brauchen ja diese ganze Infrastruktur grundsätzlich nicht. Ja. Auch Studien, es gibt genügend verschiedene, die sagen, oder wenn eine Geburt Hebammen geleitet betreut wird, dann ist sie interventionsärmer, das Outcome von Mutter und Kind ist besser. Noch dazu ist es die kostengünstigere Variante für das Gesundheitssystem. Also es hat eigentlich nur positive Aspekte, die damit einhergehen. Darum dieses eine Modell, an dem ich gerade tätig bin. Das Projekt heißt Geburt 3000. Das ist ein Projekt, für das ich in der Schweiz arbeite. Mhm.
Dies soll ein neues Versorgungsmodell sein von autonomen Geburtshäusern. Das sind dann Geburtenpavillons genannt, die auf einem Spitalsgelände stehen oder eben in unmittelbarer Nähe dazu und autonom von Hebammen geleitet sind, aber in strategischer Allianz mit einem Kooperationsspital funktionieren. Das heißt, das, was du vorhin erwähnt hast, diese Konkurrenzsituation wird aufgelöst. Mhm. Es ist, das Ziel ist, das Bestreben, ein Win-Win für alle Seiten zu haben. Also vor allem natürlich für die Frauen und Familien im Zentrum, die dann ihre 1:1 individuelle Betreuung haben können, in diesem hebammengeleiteten physiologischen Setting, das ja laut Studien eben die bessere Zufriedenheit auch schafft unter diesen Familien und Frauen. Und dann aber auch für das Spital von Vorteil, weil sie damit natürlich die komplette Bandbreite anbieten können. Ja. Das, so ein Spital, und es ist auch, ist, man, es kann nur voneinander profitiert werden, von diesem gegenseitigen Lernen und von diesem gegenseitigen Positiven, das da geschaffen wird. Ja. Und für die Hebammen natürlich auch toll, weil also dieses Projekt besteht aus drei Teilbereichen. Einmal aus dem Betrieb, wo auch neue Betriebskonzepte ausprobiert werden sollen oder ertestet und erprobt, wo es ganz viel um New Work geht. Also wie kann Hebammen auch eine Work-Life-Balance und auch das Arbeiten so gestalten, dass es für sie förderlich ist, für die Gesundheit auch, und dass es tolle und optimale Arbeitssettings sind. Dann gibt es den Bereich Lehre und Forschung, weil das Projekt ist gekoppelt an eine Fachhochschule in der Schweiz, an die Berner Fachhochschule. Und da soll Qualitätssicherung dann gemacht werden über qualitative Zahlen, die wir natürlich dann ganz einfach erheben können. Gleichzeitig auch Nachqualifikationen stattfinden für Hebammen im außerklinischen Bereich, weil, also es gibt auch, es hat sich auch gezeigt, dass die Schweiz ist ein bisschen vielleicht ein bisschen ein anderer Kontext jetzt noch als in Deutschland. In der Schweiz sind Geburtshäuser autonome seit mehreren Jahrzehnten, also seit den 80er Jahren eigentlich entstanden, in Deutschland ja vergleichsweise auch. Was die Vorreiterinnen in der Schweiz geschafft haben, ist dieser Eingang ins Gesundheitssystem. Das heißt, dass Frauen über ihre Gesundheitsversorgung, über die Krankenkasse, bei der sie gemeldet sind, kostenfrei sich aussuchen können, ob sie in ein Geburtshaus gehen wollen oder ins Spital. Das hat den Vorgang, dass es für alle zugänglich ist, natürlich, sobald du natürlich bei einer Krankenkasse, bei einem Träger, Trägerin gemeldet bist. Und darum gab es über 20 Geburtshäuser in dieser kleinen Schweiz. Das ist ja vergleichsweise in Deutschland viel, viel kleiner. Ne? Und jetzt in den letzten Jahren sind Geburtshäuser hinzugekommen auf einem Spitalsgelände, die dann aber nicht Hebammen geleitet sind, beziehungsweise die nicht unabhängig waren oder autonom aus rechtlicher oder finanzieller Sicht zum Spital. Und die Zahlen, also dieses Arbeiten darin, die Zahlen oder die Statistiken zeigen aber, dass tatsächlich hebammengeleitete Modelle andere Zahlen oder die weniger Interventionen haben und auch weniger oft dann in das Spital transferiert wird. Also die Zahlen sind einfach andere nochmal. Ja. Ja, genau. Ja, ja, und was ja auch noch wichtig ist, du meintest ja so Work-Life-Balance auch für die Hebammen, das ist natürlich auch was ganz anderes, in einem angenehmen Ort mit Naturmaterialien zu arbeiten und dann im Zweifel in den OP zu wechseln, als permanent in diesen Krankenhaus Fluren und Krankenhaus in dem Krankenhausdesign und in den Krankenhausmaterialien zu arbeiten. Ich finde, das macht auch total was mit einem. Also mir fällt es auf, weil das halt für mich nicht normal ist, im Krankenhaus zu sein. Und wenn ich da zu Gast bin, ist das für mich immer etwas, was ich als unangenehm empfinde, ne? Wenn keine Naturmaterialien zum Beispiel da sind, keine Holzbetten oder nichts irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, da kann man nirgendwo andocken. Überall rutscht man so ab. Das ist so. Ja, genau. Ja. Also es ist tatsächlich das, was du jetzt gesagt hast, mit diesem Abrutschen. Mhm. Auch das Auge rutscht ab ja. an der glatten Wand, an dem Plastik, an irgendwelchen PVC.
Und das ist zum Beispiel beim Lehm total anders, weil du hast da eine Oberfläche, die lebt, die Struktur hat, die was halten kann. Ich glaube, das habe ich eingangs auch gemeint mit Lehm ist das richtige Material für die Geburt, weil es das Auge rutscht nicht ab, die Gedanken rutschen nicht ab, sie werden gehalten, sie werden irgendwo aufgenommen auch und absorbiert. Bei einer so einer Geburt sind ja ganz, ganz viele Gedanken da und Sinne, ja. Sinne auch, ja, genau. Und das kann dein Leben halt absorbieren, aufnehmen und auch transformieren in diesem Sinne, auf eine gute Art und Weise. Und ich habe in der Schweiz in einem Spital gearbeitet als Hebamme. Da hatten wir Blick zum Wald, nach draußen. Und alleine das war total schön. Also jeder Geburtsraum war in Richtung Bäume orientiert. Und das hat so viel Ruhe reingebracht und so viel Natur reingeholt und ja, das hat das Nervensystem total beruhigt und ja, richtig schön. Ja, und gerade wenn, also die Situation ist ja für Hebammen gerade noch sehr desolat, also auf jeden Fall in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, wenn man in einem, an einem Ort arbeitet, der einfach an sich atmet und lebt und schön ist, dann macht das auch schon was aus für die Arbeitssituation. Also und kann irgendwie was erleichtern. Klar, man muss auch politisch was ändern und so weiter. Das ist alles gar keine Frage. Aber im Moment kommen so viele Punkte zusammen, finde ich. Also unglaubliche Belastung, Stress und dann eben auch noch diese Räume und die Gerüche und all das kommt ja so zusammen, was unglaublich belastend ist. Und ich habe jetzt gehört, dass Hebammen zumindest in Deutschland, soweit ich weiß, nur etwa 7 Jahre in ihrem Beruf überhaupt bleiben, weil sie danach halt ausgebrannt sind und gar nicht mehr können. Ja, da ist die Frage natürlich tatsächlich, ja, das eine sind die Räumlichkeiten, die Architektur kann, und das andere sind strukturelle Rahmenbedingungen, denke ich, ganz, ganz viel auch. Total. Und was ich jetzt vorhin noch auch noch sagen wollte, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil wir sind ja auch in Verhandlungen mit verschiedenen Spitälern oder Krankenhäusern dann, wenn wir da auf Hebammen treffen und sie fragen, was haltet ihr von dieser Idee, so einen Geburtenpavillon physiologischen auf das Spitalsgelände zu machen, wo ihr dann hebammengeleitete Geburten anbieten könnt und so weiter, sind viele total begeistert davon, natürlich. Es gibt aber auch Hebammen, die sagen, ich traue mir das nicht zu. Ich fühle mich da nicht sicher, in diesem Umfeld auch selbst zu arbeiten. Und da möchten wir eben auch als Lösung dann sagen, okay, dann gibt es da Nachqualifikation oder Zusatzqualifikation für Hebammen, damit sie dieses außerklinische Arbeiten sich wieder aneignen können. Ja, Die das. Hebammen arbeiten im Spital oder im Krankenhaus ja tatsächlich, begleiten sie auch physiologische Geburten. Es ist ja nicht so, dass nur physiologische Geburten zu Hause oder im Geburtshaus stattfinden. In den Spitälern finden ganz, ganz viele physiologische Geburten statt. Es ist aber so, dass ich trotzdem andere Medikamente habe, mit denen ich arbeite. Ja, und ich habe auch Also, gehört, es heißt ja in der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, dass man nicht mehr so ein Dauer-CTG schreiben soll, sondern lieber mit einem Dobton abhören sollte, immer mal wieder, sporadisch. Und da habe ich auch von vielen Hebammen gehört, ja, ich mache das jetzt seit 30 Jahren mit dem CTG, wenn man mir das jetzt plötzlich wegnimmt, ich fühle mich überhaupt nicht sicher damit, jetzt mit dem Dobton die Herztöne zu hören und darauf mich zu verlassen. Also da hast du ganz sicher recht, dass es dann da eben auch nochmal Schulungen oder wie auch immer etwas geben sollte, damit Hebammen eigentlich wieder an ihren Ursprung auch zurückkommen, die schon lange raus sind und lange schon mit diesen technischen Geräten umgehen und soweit ich weiß, gibt es jetzt auch im Hebammenstudium ein Fach, wo es um die Intuition geht, also wo es darum geht zu spüren, was braucht die Frau jetzt gerade oder wie geht's ihr oder wie geht's dem Kind. Und klar, das ist alles auch ein bisschen, wie kann man sowas umsetzen, wenn es keine 1:1-Betreuung gibt? Weil ich glaube, das ist halt einfach die Grundlage für all diese Dinge, ne? Dass man zum Beispiel auf das Dauer-CTG verzichten kann und so weiter oder eben auch auf die Intuition noch mehr hören kann, wenn man keine 1:1-Betreuung hat, sondern 5 Frauen gleichzeitig betreut, ist das halt alles utopisch. Aber wenn wir uns alle so bemühen, diese Gesellschaft und auch die Politik sich bemüht, dass sich da strukturell etwas ändert,
wäre das natürlich einfach ein ganz toller Weg zurück, eigentlich zurück in die natürliche Geburtshilfe und damit einfach auch wieder in die Sicherheit zurück. Und das finde ich auch so schön, dass du das eben so betont hast, dass es nicht mit mehr Kosten verbunden, es ist nicht mit Unsicherheit verbunden, sondern im Gegenteil, es wird im Zweifel vielleicht sogar günstiger und auch sicherer für die Frauen und besseres Arbeitsklima für alle, die dort arbeiten. Also eigentlich wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, absolut. Ich war vor kurzem in Athen. Da wurde ich von der österreichischen Botschaft in Griechenland eingeladen, an einem Festival auf verschiedenen Panels zu sprechen. Mhm. Das ist WOW Festival, Women of the World. Ein ganz tolles Festival übrigens. Totales Empowerment findet da statt. Und es war schön, da inspiriert und genährt wieder rauszugehen dann. Mhm. Und ich habe auf zwei Panels gesprochen, einmal über Gender in the City und einmal über Violence in Obstetrics, also über Gewalt oder Zwang unter der Geburt. Mhm. Und fand es einerseits sehr spannend zu sehen, natürlich wie die griechische Kultur und Geburtskultur funktioniert und was dieser Kontext dann auch mit sich bringt für die Frauen und in welchen Räumen und Strukturen die gebären. Ich weiß auch aus Spanien, wie in Spanien geboren wird und wie da Geburtsräume aussehen und auf welchem Weg die sind. Hab den Vergleich dazu in der Schweiz, ein bisschen was aus Südamerika und so weiter. Und find, was mir immer ein Anliegen ist, ist auch, wenn wir an diese Geburtsräume denken und uns vor Augen führen, wie sie heute aussehen. Weil 98% der Frauen im deutschsprachigen Raum gebären im Spital. Ja. Was mir immer so ein großes Anliegen ist, ist, einen Zoom-out zu machen und sich die Geschichte anzugucken, in die wir eigentlich eingebettet sind. Mhm. Also dieses, seit wann gebären 98% der Frauen im Krankenhaus? Wie ist es dazu gekommen? Und was für ein räumliches Setting ist das Krankenhaus eigentlich? Ich finde, das hilft immer dabei, auch diese Vision oder den Blick zu öffnen darauf, was wir für Potenziale haben und wie es anders auch sein könnte. Wir haben ja eine Geburtskultur, die geschichtlich, also als Hebammen früher war, vor mehreren Jahrzehnten haben Geburten ja noch hauptsächlich zu Hause stattgefunden. Mhm. Und dann kam dieser Umschwung mit Mobilität und den Spitälern oder Krankenhäusern, die eben gebaut wurden, den Geburtseinrichtungen, dass die Geburten immer mehr in die Spitäler und Krankenhäuser aus dem Grund der Sicherheit verlagert wurden. In diesen Spitälern wurde eben halt nicht überlegt, was wären die besten Orte oder Räumlichkeiten für Frauen zu gebären, sondern es wurde hauptsächlich dieser Aspekt dieser Sicherheit wurde mittels Technik versucht unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, wir haben heute eigentlich spiegelt diese technisierte Geburtsraum spiegelt auch eine Art von Geburtskultur wider. Das heißt, wir versuchen etwaige Risiken oder Dinge, die aus den Fugen geraten könnten bei der Geburt, aus der Kontrolle geraten könnten, mittels Technik unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Und das spiegelt sich im Raum wider und natürlich bietet medizinische Infrastruktur große Sicherheit. Und wenn wir Geburtsräume auf der ganzen Welt anschauen, dann ist einmal diese krasse Überversorgung hier mit auch viel zu hohen Kaiserschnittraten, die absolut nicht medizinisch rechtfertigbar sind. Und auf der anderen Seite ein kompletter Mangel an Infrastruktur, wo Frauen und Kinder sterben, weil sie keine medizinische Versorgung bekommen ausreichend. Mhm. Also die Diskrepanz oder diese Polarität ist so unglaublich hoch in diesem Feld weltweit, dass es auch immer wichtig ist zu betonen, worüber sprechen wir und in welchem Kontext sprechen wir darüber. Und so grundsätzlich aber auch zu sagen, okay, Technik allein bringt noch keine Sicherheit, sondern diese inneren Ressourcen viel mehr einzubeziehen und zu verwenden, auch bei Geburten und aus diesem Gedanke dieser Physiologie raus für die Geburt zu entwickeln und dann zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt die Technik noch da rein? Wie kriege ich die Sicherheit aus dieser medizinischen Perspektive noch da rein? Ja. Und dann Notfallkonzepte zu entwickeln, aber vom Grund her nicht von einem Notfall auszugehen und für diesen Notfall Räume zu entwickeln, sondern vom Grund her von einer normalen, gesunden Geburt auszugehen
und aus deren Gedanken heraus Räume zu entwickeln, die dann abgesichert werden können für diese wenigen Prozent, das. Ja. Und dann landen wir auch vielleicht auch viel weniger dort, wenn wir zuerst mal überhaupt für physiologische Geburten Räume schaffen. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte. Aber irgendjemand hatte, glaube ich, im Interview mal zu mir gesagt, naja, das wäre so ein bisschen so, als würde man jetzt prophylaktisch, oder hatte ich das gesehen? Ich weiß es nicht mehr genau, woher ich das habe, aber auf jeden Fall war das spannend und ich musste sehr lachen. Wenn man prophylaktisch jedem einen Zugang legen würde, wenn man ins Auto steigt, um Auto zu fahren, weil man sagt, naja, es besteht ja ein Prozentsatz, also die Gefahr besteht, dass wir einen Unfall haben und dann hat man gleich schon Zugang. Das heißt, man kann dann eben auch medizinisch schneller versorgt werden. Würde es wahrscheinlich mehr Unfälle geben? Also es natürlich, weiß man nicht, aber wahrscheinlich schon, weil man wirklich schon ins Auto steigt mit der Angst vor dem Unfall, mit der Ausrichtung auf den Unfall, man hat es schon vorgesorgt. Und das ist ja so ein bisschen auch der Gedanke, ne? Wenn ich das alles schon sehe, also so stark sehe, das Medizinische, dann macht das halt auch Angst oder kann eben auch so dieses Geburtsgefühl, das Gefühl, ich schaffe das Gefühl von Selbstbestimmung und ich vertraue meinem Körper und dem Prozess, der da stattfindet, das kann halt das schmälern, ne? Diese Selbstwirksamkeit oder das Gefühl von Selbstwirksamkeit erschüttern vielleicht auch. Mhm. Oder wahrscheinlich auch. Mir fallen dazu gerade noch auch noch zwei Studien ein, die ich sehr spannend finde. Die eine ist natürlich zu diesem Effekt, den du gerade gesagt hast, diese Affirmation irgendwie gedanklich, die dann zur Realität wird quasi. Mhm. Mir fällt die BIAP-Studie ein, die 2023 von Ayala et al. Veröffentlicht wurde, die ja Geburtsräume getestet hat, wo auch richtige Geburtspositionen getestet wurde oder erlebt wurden, erlebbar gemacht wurden. Da gab es verschiedene Gruppen von Gebärenden, die dann in einem alternativen Geburtsraum geboren haben und die anderen in dem klassischen mit dem Bett in der Mitte und so weiter. Und der Outcome war ja, dass in beiden Gruppen, in beiden Räumen, ist die vaginale Geburtsrate plötzlich um 15% angestiegen. Und anfangs konnte sich niemand dieses Ergebnis erklären. Wie kann das sein, dass in einem alternativen Geburtsraum um 15% diese vaginalen Geburten steigen und im selben Spital, in dem anderen Raum, der klassische normale Geburtsraum war, plötzlich die vaginalen Geburten auch um 15% steigern. Mhm. Und das ist dieser Hawthorne-Effekt. Das heißt, diese Studienergebnisse wurden so interpretiert, eben dass dieser Hawthorne-Effekt sich so auswirkt, dass allein diese Studienteilnahme zu besseren Ergebnissen führt, mhm. weil plötzlich alle bemüht sind, dass mehr vaginale Geburten stattfinden. Mhm. Das ist natürlich schon sehr spannend und eigentlich auch, also es ist ein bisschen traurig einerseits, dass es eine Studienteilnahme braucht, um vaginale Geburtenzahlen so zu erhöhen, aber es zeigt auch, wohin will da ein Weg und wie viel Potenzial eigentlich möglich ist und wie viel da ist und natürlich auch über Begleitung und Motivation und Wille. Mhm. Geburten, das Outcome total anderes sein kann. 15% ist viel, ne? Ja, das ist richtig viel. Mhm. Ja. Und die andere Studie, die ich erwähnen wollte oder sagen wollte, das ist Birth Territory, ist von 2006, aber ist ein absoluter Klassiker und beschreibt genau dieses, ist von Fahy und Parrott, die beschreibt genau dieses Phänomen, dass in Krankenhäusern die Geburtsräume zu einem Observatorium gemacht werden. Und was es mit einer Gebärenden macht, wenn sie spürt, dass sie in einem Raum überwacht wird. Und wir kommen ja da rein. Unsere Gesundheitsparameter werden eigentlich Dinge, die willkürlich passieren, werden plötzlich ans Bewusstsein geholt. Ah ja, der Herzschlag, mein Herzschlag, der vom Baby, meine Temperatur. Plötzlich werden ganz, ganz viele Vitalzeichen als Kontrollparameter hervorgehoben und dann hört man ja auch immer das Tuten und das und
Also dieses in einem Observatorium zu sein und Beobachter zu sein, das ist derselbe Effekt auch, den Foucault beschreibt in Gefängnissen. Das wird dort angewendet, um Macht und Kontrolle auszuüben, ne? Dass wir von dass Gefängnisse architektonisch so gestaltet sind, dass wir den Überblick darüber haben, was passiert. Und das ist ja eigentlich das, was wir im Moment versuchen. Wir versuchen die Geburt, das sind ganz menschliche Eigenschaften. Wir wollen keinen Verlust erleben. Wir wollen alle möglichst gesund geboren werden und Kinder gebären. Wir leben ja in einer Gesellschaft, es ist eine große Herausforderung, Tod zu umarmen, mit diesen großen Lebensthemen auch umzugehen. Wir haben ein Rechtssystem, das in die Enge drängt, in Fällen, wo Geburten stattfinden. Also nicht nur Frauen, sondern auch Fachpersonen in die Enge drängt und dazu drängt, forensisch sich abzusichern. Und. Also wir bräuchten ein komplett neues Rechtssystem, wenn wir die Geburtskultur ändern wollen würden. Aber es lohnt sich, dahin zu schauen und zu gucken, okay, was wenden wir eigentlich gerade für Muster an und Methoden, um einen gesunden Prozess gesund zu halten, und braucht es das wirklich in dieser Form? Und wo ist die Selbstverantwortung? Wo ist das kollektive Sagen, okay, wir müssen das Rad neu erfinden für diesen Prozess. Wir müssen auch da die Rechtsprechung neu gestalten, damit Frauen anders gebären ermöglicht wird, damit sie nicht in ein System reingepresst werden, nach dem sie nicht funktionieren können. Ja, und man sagt ja auch so schön, Oxytocin ist ein scheues Rehen, das sagt, glaube ich, Jana Friedrich in ihrem Buch auf jeden Fall. Und den Satz habe ich auch immer so im Kopf, ne? Das ist eben, das Oxytocin brauchen wir für die Geburten, für die Kontraktion der Gebärmutter, und die Überwachung ist halt schon was einfach dann schwierig ist. Allein wenn man sich jetzt vorstellt, man sollte schlafen im Schlaflabor, schläft man natürlich nicht so entspannt und kuschelig und gemütlich wie zu Hause. Also das ist einfach anders. Ja, und eben auch in der Schwangerschaft, ne? Weil der erste Kontakt in der Schwangerschaft gleich immer ist, dieses Kontrolle oder dieses es könnte aber theoretisch, also diese Risikofokussierung, dann bist du ein ständiges Risiko in deinem eigenen Körper. Und mit dieser, das erzeugt eine Wachheit und so eine Alertheit auch auf bei der Geburt auch. Dann du spürst ja, dass alle wach sind und aufmerksam und immer kontrollieren, ob alles passt. Und die Gebärende sollte sich ja eigentlich nicht darum kümmern müssen. Sondern sie sollte in dem Vertrauen sein können, dass, wie du sagst, das Oxytocin fließt und die Geburt fließt, ja, stattfinden genau. kann. Ja, das Vertrauen, das eigentlich vorher sozusagen geschwächt wurde, schon in der Schwangerschaft, also auch durch, oh ja, hier ist es jetzt aber nicht gewachsen, das Kleine, oder das ist aber schon ganz schön groß geworden, oder ah, Zucker sieht irgendwie, ne, oder dies und das, oder das Gewicht, ihr eigenes Körpergewicht ist jetzt ein bisschen zu doll angestiegen, oder sie haben nicht genug zugenommen, oder es wird ja wirklich alles Mögliche überwacht, gemessen und so weiter, was ja auch nicht, also ich will gar nicht sagen, dass das alles falsch ist oder schlecht, aber es kann halt problematisch sein, wenn es eben Vertrauen nimmt in die Körperfunktionen, die Körperfähigkeiten. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich immer ganz bewusst für die Hebammenbetreuung in der Vorsorge entschieden habe, weil ich gespürt habe, dass ich sonst das Vertrauen in meinen Körper verliere. Also ich habe gemerkt, bei meiner sehr, sehr lieben Gynäkologin, bei der ich war, trotzdem, dass, also obwohl sie so lieb und so war und angenehm, habe ich gemerkt, dass ich dann eben auch so pathologisch denke. Also denke, was alles schiefgehen kann, oder dem nicht mehr so vertraue, oder auch mein Gespür für meinen Körper verliere, mein Gespür für mein Kind, meine Intuition. Und dann, genau, habe ich mich dafür entschieden, wirklich wieder Hebamme, und genau, die tastet dann den Bauch und spricht mit mir und so weiter. Und das hat sich eben überhaupt nicht krank angefühlt oder als würde ich irgendwas nicht können, und habe dadurch versucht, eben diese Gebärkompetenz zu mir zu erhalten oder zu spüren, das Selbstbewusstsein zu behalten, dass mein Körper das ganz wunderbar alles macht. Und jetzt stellen wir uns einen Raum vor, der genau das macht, genau. Der auch dazu beiträgt, dass dieses Selbstbewusstsein, dass alles funktioniert, also der das ausstrahlt, der diese Sicherheit gibt. Ja. Und dann kann ich immer noch im Hintergrund irgendwo in der Nähe
den Rest haben. Ja, genau. Wie du der Raum soll anders spürbar und erfahrbar ja, sein. Der ja. soll sagen, du kannst das, du schaffst das und nicht. Also ich bin da total bei dir. Ich finde, das klingt total super. Und ja, auch dieses, es ist ja oft so ein leidiges Thema, wenn ich in Kliniken komme mit dem Zugang, mit der einfach bei jeder Frau gelegt wird, also dass man sie eben schnell versorgen kann. Und ich verstehe das auch aufgrund des Hebammenmangels und so weiter. Und ich merke dann, dass im Klinikkontext gar nicht so richtig verstanden wird, warum ich das so problematisch finde oder warum auch nicht nur ich, sondern viele das problematisch finden. Das ist eben ein psychologischer Effekt, der eben schon mit dem Legen des Zugangs zu Beginn eigentlich zeigt, es wird eine Katastrophe werden und dann helfen wir dir. Und eine Hebamme hat es so schön gesagt, da war ich so begeistert, die legt halt auch diesen prophylaktischen Zugang und sagt dann zu den Schwangeren, wir machen das nicht für dich, sondern für mich, damit ich entspannt weiterarbeiten kann, du brauchst den gar nicht, so, das ist nur für mich und meine Sicherheit, mein Sicherheitsgefühl. Und das bringt halt total viel. Also die Frauen reagieren darauf ganz toll. Und das machen die dann auch gerne mit, dass sie sagen, ah, okay, ich mache das, damit sich die Hebamme nicht so gestresst fühlt. Dann ist es in Ordnung. Ist auch tatsächlich ein bisschen die Wahrheit ist von dieser Hebamme. Also ist auch. Sie machen das ja auch, damit das dann schon parat ist für den Fall, das. Also es ist eine Absicherung. Genau. Ja. Ja, aber es ist eben so schön, den Satz noch dazu zu sagen, du brauchst ihn nicht, ne? Also. Ja, absolut. Und ist auch so wichtig. Ja, total. Es rückt auch die Dinge ins richtige Licht. Mhm. Also, ja. Das zeigt auch, ja. Ja. Dass das System ein bisschen da ja. Schwierigkeiten hat und nicht die Frau. Ja, ja. Schön. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über dieses Thema zu sprechen und eben auch so spartenübergreifend. Das fand ich gerade total toll und inspirierend, dass wir nicht nur über die Architektur gesprochen haben, sondern eben auch wirklich aus deiner Sicht als Hebamme und was Geburtssicherheit angeht, auch das und dieser Gedanke, den du hier aufgemacht hast, dass das eigentlich wirklich eine Win-Win-Situation also sein kann, geschaffen werden kann für alle Beteiligten. Das ist so großartig, dass diese Option da ist, dass es alles eigentlich möglich ist. Und jetzt braucht es eben nur noch viel, viel mehr Aufträge für dich, dass du Geburtsräume gestalten darfst. Und dass sich hoffentlich etwas in der Geburtslandschaft verändern darf. Ja. Ja, sind wir gespannt auf die nächsten Jahre. Ich freue mich schon, auf die nächsten Jahre, weil da wird bestimmt was wachsen jetzt. Ja, das hoffe ich wirklich, wirklich sehr von Herzen. Danke dir. Danke dir. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Anka Dürr. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Lass uns dann gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn dich Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft interessieren, kannst du gerne auch meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Wenn du gerade schwanger bist, wünsche ich dir natürlich von Herzen eine positive Schwangerschaft, dass du dich immer gut begleitet fühlst und eine gute, eine positive und selbstbestimmte Geburtserfahrung. Wenn du magst, schau gerne auch hier nochmal rein, was es sonst noch so für Videos gibt. Du kannst noch mal schauen, es gibt einen Podcast auch über Spotify und so weiter, kannst du den anhören. Und es gibt auch eine App, die Friedliche Geburt heißt. Da kannst du, wenn du Lust hast, meinen Schnupperzugang kostenlos machen von meinem Online-Kurs, wo es um die mentale Geburtsvorbereitung geht und da eben auch die Möglichkeit, einen mentalen, guten, positiven Geburtsort für dich zu schaffen. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.